Hallo Freunde, ich erzähle euch ja nichts Neues, wenn ich sage, dass sich in den letzten 4 Jahren unsere Welt total verändert hat. Es gibt sogar ein paar Leute, die sagen, Orwell war ein Optimist. Aber nun zu sagen, okay, dann stecke ich meinen Kopf in den Sand. So vielleicht. Der Hintern guckt immer noch raus. Wir haben uns überlegt, wir gucken zurück. Wir sollen doch von unseren Vorderen lernen. So ein paar Jahrhunderte zurück. Martin Luther hat gesagt, und wenn morgen die Welt untergehen würde, ich würde heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Leider ist Luther heute verhindert, aber er wird sich freuen, wenn er das sieht. Wir haben ein Apfelbäumchen gekauft. Oh, ist noch nicht tief genug. Muss ich noch ein ganz klein bisschen buddeln. Habt mal Geduld. So vielleicht. Jetzt könnte das reichen. So. Und nun befreien wir ihn aus seinem Geburtskanal. Oh ja, ich denke, das passt. Wunderbar. Und dann habe ich hier schon ein bisschen Lebenselixier, Wasser und ein bisschen Kraftfutter für meinen Baum. Er möge wachsen und gedeihen. Und noch gute Zeiten erleben. Das ist das Allerwichtigste. So. Ach, und ich werde ihn unterstützen. Ich gebe ihm noch eine richtige Stütze. Ich glaube, das tut gut. Fertig. Fast fertig. Wir haben es versprochen, wir machen es. Luther, was sagst du dazu? Wir sollten alle ins Tun kommen. Das ist am wichtigsten. Nun erzähl mir nicht, dass du keinen Garten hast. Natürlich nicht, muss man nicht haben. Du kannst den Baum genauso gut auf den Balkon stellen. Du kannst in einem großen Pott oder in einem Eimer deinen eigenen kleinen Apfelbaum pflanzen. Es kann ja auch eine Zitrone sein oder irgendetwas Schönes, was du dann im Keller überwintern lässt. So, ich taufe dich, mein Bäumchen, auf den Namen Golden Delicious. Ich werde ihn nachher noch anbinden. Dann ist er noch ein bisschen geschützter. Wunderbar. Ach, ich bin was glücklich. Es ist doch besser, wenn man ins Tun kommt. Das tut einfach gut. So. Und für die Kartoffeln ist da drunter immer noch Platz. Ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Bis dann. Frieden für uns alle, das ist das Allerwichtigste. Und wir können das mit so kleinen Dingen demonstrieren. Bis dann. Tschüss.